Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Thomas Meisner heeft het, ondanks de tegenvallende resultaten tot nu toe, naar zijn zin bij ADO Den Haag. De Duitse centrale verdediger Thomas Meisner kwam afgelopen zomer de gelederen van ADO Den Haag versterken. Rob Blankenstein ging langs in het Kyocera stadion en sprak met de sympathieke verdediger. Thomas Meisner, du bist sinds juni dieses Jahr in Den Haag. Wie gefällt es Ihnen? Mir gefällt es gut hier. Ich wurde gut aufgenommen. Die Jungs machen einen sehr guten Eindruck, verstehen mich sehr gut und bis jetzt passt alles. Und das Fußball? Ja, natürlich hätte ich ein paar mehr Punkte gerne auf dem Konto, aber ja, wir müssen dran arbeiten, uns zu verbessern. Die letzten Wochen haben wir zu wenig Punkte geholt. Wir müssen wieder daran anknüpfen, was wir die ersten Wochen geleistet haben. Und wir haben es auch öfters gezeigt, ob es jetzt gegen Willem II war oder selbst gegen Roda müssen wir auch 4-5-0 gewinnen. Und das sind Spiele, wo wir einfach gewinnen müssen. Und ja, da gilt es jetzt dran zu arbeiten und in den nächsten Wochen die nötigen Punkte zu holen. Die ersten vier Spiele 10 Punkte, die anderen 8-9 Spiele wenig Punkte. Was ist das Unterschied zwischen die ersten vier Spiele und die anderen Spiele? Ja gut, wir hatten knappe Spiele dabei. Am Anfang haben wir diese Spiele gewonnen und ja, nach dieser Phase haben wir Spiele, wo wir es eben nicht gewonnen haben. Und das ist Fußball. Wir haben genug Analysen gemacht. Wir wissen, woran es liegt und woran wir arbeiten müssen als Team, an Defensivarbeit, an erster Front. Und ja, dann müssen wir einfach schauen, dass wir dann wieder unser Quäntchen Glück vielleicht erarbeiten durch harte Arbeit und dadurch wieder die Punkte holen. Du hast einen Vertrag bis Juni 2019. Diese Woche war da eine Nachricht in der Münchner Merkur, dass der Sportchef Thomas Eichin, unter anderem eher nicht unbekannt, die Wunsch hat ausgesprochen, um sie zu holen. Was halten Sie davon? Ja, ich habe keine Gespräche geführt. Ich weiß nicht, wie der Stand ist, aber das ist alles so weit weg. Darüber mache ich mir ja gar keine Gedanken, weil ich bin jetzt ein paar Monate hier und ich fühle mich wohl und ich will hier mit Den Haag so schnell wie es geht den Klassenerhalt erreichen. Und ja, es ist schön, wenn man sowas liest, aber es ist nichts dran jetzt für mich. Ich habe, wie gesagt, keine Gespräche geführt. Es geht um einen Verein, München 1860, waar sie unter Vertrag steht. Bis 2009, so kein unbekannter Verein für Sie? Nee, auf jeden Fall. Also ist meine erste Station, wo ich von zu Hause weggezogen bin. Also ich bin mit 15 von zu Hause weggezogen und 1860 war mein erster Profiverein. Und er ist nicht so weit von meinem Zuhause entfernt. Und ja, natürlich hat man den Verein irgendwo noch im Hinterkopf. Aber wie gesagt, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber im jetzigen Zeitpunkt. In das selbe Nachricht steht, er ist du. Stammspieler in Den Haag, aber richtig zufrieden? Fragezeichen. Das ist Quatsch, habe ich ja gerade erzählt. Also ich bin absolut zufrieden hier. Ich verstehe mich super mit den Leuten, der Verein, die Fans. Es ist ein sehr gutes Umfeld und ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Also da wird ja immer viel geschrieben in der Zeitung, da darf man auch nicht immer alles glauben. Hast du eine Ablösesumme in deinem Vertrag? Ich glaube nicht. Glaube? Was ist das? Glaube oder nicht? Nein, ich denke nicht, nee. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.